Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Sozialmagazins des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes Fleming-Spreewald. Ich befinde mich heute hier im DRK-Zentrum in Königs Wusterhausen und begrüße den Kreisverbandsvorsitzenden Harald Albert Zwick. Hallo. Und Herrn Detlef Putlitz. Hallo. Hallo. Herr Putlitz, Sie sind ehrenamtlicher Kreisbereitschaftsleiter und damit verantwortlich für den Katastrophenschutz im Kreisverband Fleming-Spreewald. Heute geht es allerdings um eine andere Tätigkeit. Und zwar sind Sie seit einigen Wochen tätig in der Notunterkunft im Erstaufnahmelager für Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt. Herr Putlitz, wie sieht Ihre Arbeit genau aus? Was machen Sie dort? Also gemeinsam mit einer Ärztin aus der Stadt Trebin, nämlich der Frau Dr. Kneus, machen wir die Erstuntersuchung, den Erstcheck im medizinischen Bereich da in dieser Notunterkunft. Was Herr Putlitz dort genau in den letzten Wochen erlebt hat, erfahren Sie nach dem ersten Beitrag. Morgenstimmung im DRK-Sommercamp. Am Huschte See bei Priros geht alles noch gemächlich seinen Gang, aber der Sonntag verspricht, nicht langweilig zu werden. In diesem Zelt wird nicht übernachtet, sondern können im Notfall Verletzte behandelt werden. Heute ist Tag des Helfers im Sommercamp. Auch ASB und Feuerwehr sind mit dabei. Jede Menge Rettungstechnik zum Anschauen, Ausprobieren und Staunen. Letztendlich müsst ihr euch vorstellen, er hat einen Schnorchel im Mund. Ähnlich wie beim Tauchen, nur dass der ein bisschen tiefer geht und darüber wird dann immer wieder reingepustet. Wie wird denn der gemacht bis hier rein? Der geht bis hier, der Schlauch. Naja, es geht darum, denen mal zu zeigen, was es an Technik so gibt. Wir wollen ja auch die Kinder ein bisschen dafür begeistern, in den Organisationen mitzuarbeiten und sich da auch für zu engagieren und vielleicht auch für die Zukunft ein interessantes Hobby zu finden. Tag 8. Halbzeit im DRK-Sommercamp. Vor einer Woche sind die 48 Kinder im Alter zwischen 7 und 15 angereist. Seitdem war jeden Tag etwas los. Baden, Basteln, Spielen, Ausflüge, Disco, Alien-Besuche. Erlebnisreiche Sommerferien. Dann ist es auch mal ja, anders, in Zelten zu schlafen, als zu Hause in gemütlichen Betten. Vor allem, weil ich mit einer Schulfreundin da bin und wie sich rausstellt, noch mit zwei anderen aus Luckenwalde. Und auch so, wenn man ganz viele Freunde kennenlernt. Also ich finde es super. Das erste Mal bin ich jetzt hier. Ja? Ja. Und schon, wie gefällt es dir oder hast du schon groß Heimweh gehabt? Heimweh habe ich auch schon gehabt, aber mir gefällt es hier sehr gut. Es ist eigentlich alles hier voll schön. Sonst wäre ich ja nicht das dritte Mal schon hier. Willst du also auch noch nicht nach Hause? Nein, ich würde noch ein paar Wochen hier aushalten. Lustig, wir haben immer was zu tun. Das Essen ist lecker. Mittagessen gibt es heute aus der Gulaschkanone. Nudeln mit Jagdwurst, Tomatensauce, ein Klassiker. Da können die Kinder entweder die Soße essen oder nur Nudeln essen. Und wenn sie keine Soße und keine Nudeln wollen, dann essen sie eben halt nur die Jagdwurst. Keine Ahnung. Also jedenfalls alle können sie da machen, die Kinder. Und die haben da die beste Erfahrung mit. Die Versorgungseinheit gehört zum DRK-Ortsverband Königs Wusterhausen, von dem auch das Sommercamp organisiert wird, mit jahrzehntelanger Erfahrung. In der DDR als sogenanntes Spezialistenlager für die Ausbildung von Rotkreuzlern. Seit über 20 Jahren offen für alle. Der Anspruch ist da, eben den Kindern 14 Tage Freizeit zu geben, Spiel, Spaß und auch Erholung. Und sie sollen eben beim Spielen und beim Spaß haben auch ein bisschen lernen. Eben auch ein bisschen in der Ersten Hilfe werden sie unterrichtet. Nicht vorrangig, aber eben dabei auch eben zu lernen, zu helfen. Von der Vorbereitung bis zum Zeltabbau helfen die Ortsverbandsmitglieder ehrenamtlich mit. So wie Matthias Spindler und Björn Heimer. Sie waren schon als Kinder regelmäßig im DRK-Sommercamp, sind es heute als Betreuer. Na, nicht nur, weil es gewohnt ist, weil es auch eine, mit den anderen Betreuern so eine familiäre Stimmung ist. Das ist jetzt nicht nur, dass man auf Kinder aufpassen soll, sondern dass man auch als Freunde zusammen wegfährt und zusammen mit Kindern was unternimmt und so. Und das ist halt mal was anderes, außer jetzt irgendwo hinzufahren und irgendwo da an den Strand zu sitzen in seinem Urlaub. Es macht einfach Spaß. Also es macht auch mir Spaß. Es ist auch Urlaub ein anderer. Aber man schaltet halt mal komplett ab und kümmert sich um die Kinder und das ist auch irgendwo Erholung. Das DRK-Sommercamp am Huschtesee. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, kann schwer wieder davon lassen.
Herzlich willkommen zurück hier im DRK-Zentrum in Königs Wusterhausen. Das Thema heute: ehrenamtliche Mitarbeit in der Notunterkunft für Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt. Herr Putlitz, wie kann man sich Ihren Arbeitsalltag konkret vorstellen? Also mein Arbeitsalltag ist in der Regel zwischen 10 und 12 Stunden. Wir sind abhängig von der Anzahl von Flüchtlingen, die wir in unserer Notunterkunft bekommen. Und das schwankt zwischen 45 und 75 am Tag. Manche haben sehr schlechte Erlebnisse in Ungarn zum Beispiel. Da wird ihnen das Geld abgenommen im Beisein der Polizei. Die kommen dann praktisch förmlich mittellos hier in Deutschland an. Und wenn man dann so die ersten Medizinchecks macht, dann sind da durchgelaufene Füße. Manche haben Sonnenbrand. Es sind viele dabei, die aufgrund der kalten Nächte sich einen Infekt geholt haben. Also das ist ein unüberschaubares Bild, muss ich ehrlicherweise sagen, weil man kann nicht jedem gleich professionell medizinisch helfen, sondern was wir tun, ist wirklich erstmal das erste Notwendige, was helfen kann. Was ist denn Ihre Motivation dort oder sich ehrenamtlich dort zu engagieren? Ich bin, denke ich, schon seit 29 Jahren Rotkreuzler mit Leib und Seele und wir haben unsere 7 Grundsätze und der erste Grundsatz, den wir haben, heißt Menschlichkeit. Und Menschlichkeit heißt eben auch für mich, den Menschen zu helfen, die meine Hilfe jetzt gerade in dem Moment brauchen. Und das ist nun mal eine humanitäre Aufgabe, die gehört zu unseren Aufgaben schlechthin im Roten Kreuz. Und wenn wir nicht helfen, na wer dann? Herr Putlitz, die Flüchtlinge waren ja dann in der Regel wochenlang unterwegs, sind in einem schlechten Zustand, wenn sie hier ankommen. Wie sieht es denn im Hinblick auf die Lebensverhältnisse vor Ort in dieser Notaufnahme aus? Ich denke, sagen zu können, dass das, was sie auf der Flucht erlebt haben, für sie jetzt erstmal wichtig ist, dass sie einen Ruhepol finden. Den finden sie bei uns in der Notunterkunft. Unsere Notunterkunft ist derzeitig mit 500 Flüchtlingen belegt. Und die sind alle in Zelten untergebracht. In Zelten mit 35 Quadratmetern Grundfläche. Da leben maximal 7 Flüchtlinge in einem Zelt auf Feldbetten. Die kriegen Decken, die haben Schlafsack. Also man kriegt in den Gesprächen schon raus, dass sie jetzt erstmal wieder zur Ruhe kommen können. Es ist nicht der Luxus, muss man fairerweise sagen, aber es wird dankbar angenommen, definitiv. Okay. Herr Zwick, wie gesagt, Flüchtlingshilfe, ein aktuelles Thema. Welche Rolle spielt der DAK bei der Sache? Wenn eben Menschen einfach als Flüchtlinge irgendwo ankommen, dann muss man ihnen schlicht und einfach helfen. Das ist eine Grundaufgabe des Roten Kreuzes, da gibt es keine Fragen, da hilft man, da tut man und da ist man dann eben auch freudig dabei, ob das nun als Ehrenamtlicher vor Ort ist, dass man in den örtlichen Initiativen versucht, sich einzubringen oder eben wie wir als Kreisverband, dass man eben auch sagt, okay, wir übernehmen Trägerschaften von Übergangswohnheimen, bevor dann die Flüchtlinge in einzelne Wohnungen übergeführt werden, wenn sie denn Asylberechtigte sind. Dann wiederum haben wir ja die Möglichkeit, dass Übergangswohnheime ihnen das, was Herr Putlitz eben sagte, das bessere Dach über dem Kopf gibt oder geben soll, weil eben Zelt ist Zelt und ein festes Dach über dem Kopf ist natürlich schon bei entsprechender Witterung ganz angenehm. Herr Zwick, vielen Dank. Mehr zum Thema nach dem zweiten Beitrag. Wände mit der richtigen Technik besprühen und vor allem legal. Wie das funktioniert, zeigt Daniel Irke mit Sprayernamen Rugby 87 auf dem 7. Graffiti Open Air in Ludwigsfelde. Das Wichtigste für den Anfang? Näher rangehen für klarere Linien, weiter weggehen für weichere Linien. Aber wenn man näher rangeht, verläuft die Farbe eben auch schneller und deswegen muss man auch die Hand schneller bewegen. Diese Basics und mehr lernen rund 50 Kinder und Jugendliche in seinem Workshop. Der Berliner Rugby 87 sprüht seit 9 Jahren. 2010 war er zum ersten Mal beim Graffiti Open Air dabei und arbeitet nun mit dem Veranstalter DAK Hand in Hand. Die Stadt sponsert unter anderem die Farbdosen. Wer will, kann den Workshop aber auch zu sich holen. Die Kita-Leiterin oder die Schulleiterin, wenn die sagt, wir möchten gerne an unserem Gebäude, dass die Kinder dort ihre Kunst umsetzen, dann üben wir erst auf Leinwänden mit den Kids und dann dürfen sie an die Wand. Also es hängt immer von der Einrichtung ab.
Während im Workshop auf Leinwand fleißig geübt wird, kümmern sich erfahrene Sprayer um die Säulen der Autobahnbrücke. Die Motive der außergewöhnlichen Galerie wechseln auf Nachfrage, bleiben in der Regel von mutwilliger Zerstörung verschont. Während der gesamten Veranstaltung sorgen Tänzer und DJs auf der Bühne für die passende Stimmung. Kreativität bringt hier sichtlich jeder mit, aber was braucht man noch, um sich beim Sprayen zu verbessern? Gibt es da vielleicht einen Geheimtipp? Also ich glaube, es gibt nichts, was man unbedingt haben muss, um sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das Einzige, was man tun muss, ist halt dranbleiben, es immer und immer wieder tun. So egal auf welche Art und Weise, ob man sich nun seine Inspiration aus dem Internet sucht, irgendwelche Pieces von anderen Leuten abmalt, um dann irgendwann seinen eigenen Style daraus zu entwickeln, oder ob man halt gleich versucht, irgendwie seinen eigenen Style zu entwickeln und es mehr oder weniger auf der Straße lernen, so wie man es früher ohne Internet gemacht hat. Also heißt es, Augen offen halten und fleißig üben, bis der Dosenvorrat aufgebraucht ist. Und wer weiß, vielleicht sehen wir in ein paar Jahren einige Workshop-Teilnehmer, die sich an der großen Wand verewigen. Herr Puttels, ich habe noch eine Frage. Wenn ich mich jetzt ehrenamtlich engagieren möchte, was muss ich tun? Also ein ehrenamtliches Engagement ist natürlich begrüßenswert und ich muss natürlich fairerweise sagen, dass unsere Bürger, wenn sie ehrenamtlich tätig werden wollen, in so Notunterkünften leider nicht zum Einsatz kommen können, weil da braucht man schon eine gewisse Grundausbildung. Aber was wir brauchen und wo wir auch die ehrenamtlichen Helfer gebrauchen können, ist bei der Ausrüstung. Wir brauchen dringend warme Kleidung, wir brauchen Decken, wir brauchen festes Schuhwerk. Und wir haben sogar einen Facebook-Aufruf gestartet. Wir suchen Spielzeug, wir suchen Fahrräder. Alles das, was man zu Hause vielleicht nicht unbedingt benötigt, mehr an bestimmten Sachen, die für den täglichen Gebrauch nutzbar sind, die kann man gerne abgeben. Und man kann sich natürlich, wenn man helfen möchte, vertrauensvoll an jeden DAK-Kreisverband in seiner Region wenden und sagen, ich möchte helfen, und dann wird er nicht abgewiesen. Herr Puttels, Herr Zwick, ich bedanke mich fürs angenehme Gespräch. Liebe Zuschauer, da sind wir auch schon am Ende unseres aktuellen Sozialmagazins. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.